Jetzt gibt es allerdings natürlich dann auch, gerade wenn wir jetzt über die Vergangenheit reden, also die prägenden Jahre reden für Europa, noch für Deutschland, so in den 1920er, 1930er, 1940ern, da wo die Weichen gestellt wurden für die Situation, in der wir uns heute befinden. War das, also nur für die Leute, die jetzt den Überblick so nicht haben, war das damals mit den Geheimdiensten überall so ein bisschen gleich oder? Also ich würde jetzt, was die Weichenstellung angeht, gerne eigentlich nochmal 30, 40 Jahre weiter zurückgehen vor den Ersten Weltkrieg. Da war es vor allen Dingen im deutschen Bereich so, dass das noch ja, relativ amateurhaft betrieben wurde. Es war jetzt nicht so, dass die handelnden Akteure unbedingt komplett inkompetent waren, nur das Budget war vergleichbar mit den feindlichen Mächten einfach lächerlich. Also was Franzosen und Russen da ein Budget aufgefahren hatten, war dann halt oftmals ein Vielfaches von dem, was in Preußen, später Deutschland und Österreich-Ungarn zur Verfügung stand. Also es ist eine Waffenungleichheit. Es war einfach Materialschlacht auf der einen Seite und quasi Schmalhans-Küchenmeister Sparkus auf der anderen Seite. Das ist schon ziemlich heftig. Also zum Beispiel, hier schreibt Paul Charters: An dieser Stelle soll nun ausführlich auf die bereits eingangs erwähnte Tatsache eingegangen werden, dass das Deutsche Reich zu Beginn des 20. Jahrhunderts ohne wirksamen Auslandsnachrichtendienst dastand. Ich meine, offiziell hatten zu dem Zeitpunkt die Amerikaner auch keinen richtigen Auslandsnachrichtendienst. Aber ich meine, war das Fahrlässigkeit? War das einfach so, brauchen wir nicht? Oder dachten die eher so, wir richten damit mehr Schaden an, als dass es uns nützt? Also gerade bei Deutschland war es zur Kaiserzeit so, dass lange Zeit, Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich eine gute Partnerschaft mit Russland bestand, weil es eben beides konservativ ausgerichtete Monarchien waren, denen diese Verwandt, ganzen verwandte Monarchen und so weiter, ja. Verwandt auch, ja, konservativ, denen halt die ganzen revolutionären Umtriebe eigentlich suspekt waren und die waren eigentlich beide daran interessiert, halt ihre jeweilige Monarchie zu erhalten. Und dann war es eigentlich üblich, dass Informanten von beiden Seiten einen ausgingen, dass allerhand getauscht wurde. Es war sogar so, dass der erste, ja, sowas wie deutsche Geheimdienstchef gleichzeitig auch das erste Agentennetzwerk für Russland auf ausländischem Boden aufgebaut hat in den 1860er Jahren. Die liebe Zeit. Also das nenne ich Intelligence Sharing auf einem extremen Niveau. Also hier heißt es dann, seit dem 19. Jahrhundert, das heißt seit dem Entstehen moderner Staaten mit komplizierter Rüstungstechnik und weltumspannenden Beziehungen, war es nun ganz und gar nicht mehr damit getan, dass man als Botschafter ein paar gute Freunde oder bezahlte Subjekte in der Kamarilla des Gastlandes hatte. Erstaunlicherweise sah man das in Deutschland nicht so. Also die Franzosen, Briten und Russen hatten uns da doch einiges voraus. Aber was war hier mit dem preußischen Geheimdienst? Also da gab es ja diesen Juristen Wilhelm Stieber, Ja. der baute das dann auf in den 1860er Jahren. Was war von dem preußischen Geheimdienst zu halten? Ja, der richtete sich halt vor allen Dingen auch erst gegen Österreich, Ungarn und gegen Frankreich und war auch auf Kriegszeiten eigentlich zunächst beschränkt. Und es ging vor allen Dingen im Inneren um ja, Sozialdemokraten und Anarchisten. Aber in Friedenszeiten irgendwelche Auslandsaufklärung zu machen, das war damals ja überhaupt nicht on the books. Ja, und dieser Stieber, der war dann, also der hat dann doch einiges an Respekt irgendwann kommandiert, richtig? Also. Ja, er war vorher schon bei der Polizei gewesen in Berlin und hatte dort dann halt gegen Kommunisten Prozesse geführt und flog dann auch raus, weil er zu krasse Methoden angewendet hat, Beweise gefälscht hat, etc. Und als er dann Also er hat die Linken fertig gemacht, also er hat so die Linken die fertig gemacht, richtig. Marx und die ganzen anderen Kommunisten. Wir hatten ja letztens eine Sendung über Marx, wo er dann mit Engels Briefe geschrieben hat und wo es dann hieß, naja, die hatten dann die Kommunistenzeitungen und wurden dann aus Preußen raus, also die keine Preußen waren, wurden aus Preußen rausgeworfen, gegen die anderen gab es Gerichtsprozesse. Ja, also Engels hat diesen Stieber zum Beispiel als einen der ärgsten Polizeilumpen unseres Jahrhunderts bezeichnet. Okay, aber wie war er jetzt wirklich so hart oder waren das denn das bloß jammernde Kommunisten? Nein, er war schon tatsächlich sehr hart. Also er hat die kommunistischen Verbände hat er mit Provokateuren infiltriert,
die dann allerhand Beweise gefälscht haben, Aktionen durchgeführt haben, die dann zur Verhaftung geführt haben. Also es war schon nicht mit Samthandschuhen, wie er die angefasst hat. Okay, also schmutzig, schmutzig. Ja, aber sehr fortschrittlich, sag ich mal, für deutsche Verhältnisse, um jetzt mal das aus einer fachlichen Sicht zu beurteilen, nicht aus einer moralischen Sicht, das ist wieder ein ganz was anderes. Ja. Dann heißt es hier, im Jahr 1860 wurde Stieber, wie es in seinen nachgelassenen, aber nicht als Originalmanuskript erhaltenen Memoiren dargestellt ist, Opfer einer Intrige. Wegen ungesetzlicher Vernehmungsmethoden, angeblich Gebrauch einer Reitpeitsche und Inhaftierung Verdächtiger ohne Haftprüfung durch einen Untersuchungsrichter geriet er selbst vor die Schranken der Justiz, konnte zwar seine Unschuld beweisen, wurde freigesprochen, wurde aber auf Veranlassung der Krone in den Ruhestand versetzt. What? Ich meine. Ja, richtig. Also er war dann im Ruhestand, hat dann als Privatdetektiv gearbeitet und da war es dann damals so, dass ein russischer Botschaftsgesandter auf ihn zugekommen ist, um ihn anzuheuern, Oh nein, 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 nein. Erzähl mir jetzt nicht, die Russen haben ihn einfach so als Talent abgeworben. Ja, doch. Also der Ah. russische Botschaftsgesandte kam auf ihn zu, weil sein Boss aufgrund von einer Erpressung in Schwierigkeiten war und dann wurde der Stieber eben angeworben, um den Erpresser ausfindig zu machen, was ihm dann auch gelang. Und seitdem waren die Russen großer Fan von ihm. Oh, liebe Zeit. Ja. Anfang der 1860er Jahre wurde Stieber von Bismarck beauftragt, die Ermittlung und Abwehr staatsgefährdender Umtriebe und Anschläge zu organisieren. Es entstand ein von Stieber geleitetes Zentralnachrichtenbüro, also Central Intelligence Agency, könnte man jetzt sagen. Also die deutsche CIA als Gliederung des Innenministeriums. Und Stieber wurde ermächtigt, eine politische Feldpolizei, geheime Feldpolizei aufzubauen, Nachrichten über feindliche Armeen zu sammeln. Also er war so ein Talent. Er benutzte dann, das ist natürlich auch krumm, das ist natürlich auch, auch ziemlich schmutzig. Er nutzte den Deckmantel einer Presseagentur, Wolfs Telegrafenbüro, und dann hat er Österreich mit Spionen überzogen. Interessant. Hatte auch Agentennetze in Großbritannien, Frankreich und der Schweiz. Insbesondere Frankreich wurde sehr, sehr stark. Frankreich wurde sehr, sehr stark ausspioniert durch ihn und seine Netze. Stiebes Informationen sollen eine wesentliche Voraussetzung für den schnellen Sieg Deutschlands über Frankreich in diesem Krieg gewesen sein. Also natürlich, klar, es ist auch militärischer Qualitäten, militärischer Fortschritt, neue Waffensysteme, neue Techniken, keine Frage. Aber ich sage, die Spionage war damals schon bekannt als kriegsentscheidend, als entscheidendes Element. Aber man versetzte Stieber in den Ruhestand. Und ließ ihn quasi, ließ die Russen ihn abwerben. Oh Gott. Ja, hat dann für die Russen das erste Agentennetzwerk auf deutschem Boden aufgebaut, wo es zuerst eigentlich noch darum ging, um aus Russland geflüchtete Kritiker des Zaren ausfindig zu machen und denen hinterher zu spionieren. Und dann, ja, der Generalstab in Deutschland. Irgendwie mochten die Stieber nicht so richtig oder sie konnten mit seiner Profession nichts richtig anfangen. Also hat der Generalstab sich ein eigenes Nachrichtenbüro in Deutschland aufgebaut. Es bestand bis zum Krieg von 1870-71 aus einem Führungsoffizier, Major von Brandt und zwei festbesoldeten Agenten. Erst ab 1872 wurde der militärische Auslandsnachrichtendienst ausgebaut. Oh Gott, oh Gott. Okay, dass wir alle noch am Leben sind, ist wahrscheinlich einem Wunder zu verdanken. Ja, und dann Stiebers Laden wurde dann dicht gemacht. Hatte man nicht mehr für notwendig gefunden. Ja, und dann, das ging dann irgendwie so weiter mit diesem Geschludere und dann beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs. So kam es, dass beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs die gefürchtete Militärmacht Deutschland in ihrem weltweiten Kolonialreich und der zweitstärksten Kriegsflotte der Welt einen Auslandsnachrichtendienst besaß, in dem nur 80 Offiziere Dienst hatten. Erklär mal den Leuten, wie viel sind 80 Offiziere? Ja, es ist relativ wenig und zwar war es zu der Zeitpunkt so, dass zum Beispiel Russland in der Warschauer Geheimdienstzweigstelle 80 Agenten hatte oder Offiziere allein zuständig für Österreich. Tja. Also da quasi so ein Regional Desk. Also nach damaligen Verhältnissen so ein quasi so eine Unterab so eine Abteilung halt für ein weniger wichtiges Land oder weniger großes Land.
80 Leute, also 80 Offiziere, und die haben halt vielleicht noch so und so viele Leute an der Hand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann budgetmäßig. Da hatte man dann ein Budget hier von 450.000 Mark im Jahr 1913. Und dann hatte man sich hier in Deutschland darüber noch gerühmt, dass man hier Geld gespart hat, also dass man das ganze Budget nicht komplett ausgegeben hatte. Russland, ja, 13 Millionen Rubel 1913. Und allein im ersten Quartal 1914 26 Millionen Rubel. Der Kurs, also der Wechselkurs war im Jahr 1913, ein Rubel entsprach 2 Mark und 15 Pfennig. Oh Gott. Oh Gott. Also es ist ja nicht mal so, dass quasi die Russen dann so clever waren, die Russen unbedingt so fähig waren auf dem Gebiet, sondern die hatten einfach mehr Geld und mehr Material. Ja, genau. Also es war sogar so, dass sie in dem ganzen Material sozusagen untergegangen sind und vieles davon dann gar nicht auswerten konnten. Das blieb dann in den Schubladen liegen. Aber man hielt sich trotzdem für besonders schlau und weit überlegen, weil man halt dieses ganze Material hatte. Ja, nicht zu fassen, nicht zu fassen. Dann gibt es hier so ein, ja, so ein berühmtes Beispiel, die Marne-Schlacht. Also das war dann das entscheidende, der entscheidende Faktor, Gelingen oder Scheitern des Schliefenplanes. Und an dem Schliefenplan hing ja dann der ganze Krieg eigentlich für die Deutschen. Also im August 1914, die deutschen Armeen preschen vorwärts durch Belgien, Nordfrankreich, das konnte man schaffen. Und dann erreichte man in den ersten Septembertagen das Ostufer der Marne. Und so weiter. Es bestanden also gute Voraussetzungen dafür, dass die erste deutsche Armee nach Niederkämpfen der 6. französischen Armee mit der auf dem linken Flügel stehenden deutschen 2. und 3. Armee jene nach dem Schliefenplan vorgesehene Umfassungsbewegung nach Süden durchführen konnte, die praktisch das gesamte französische Heer von Paris abschneiden und einschließen würde. Also man hat hier tatsächlich einen richtigen militärischen Plan. Mit Aussicht auf Erfolg. Die französische Regierung war bereits am 3. September aus Paris nach Bordeaux geflohen. Französische Heer stand vor dem Zusammenbruch. In diese Verhältnisse hatte die deutsche oberste Heeresleitung aber keinen Einblick. Das heißt, sie waren de facto blind. Und und weil man eben blind war, rückten nun Verbände des britischen Expeditionskorps langsam vor. Und dann gab es hier Moltke, Generalstabschef Moltke nahm aus seinem rechten Flügel 2 Armeekorps heraus, schickte sie an die Ostfront, da die Russen am 17. August zu ihrer vertragsgemäßen Entlastungsoffensive in Ostpreußen angetreten waren. Also den Sinn dieser Maßnahme lässt sich streiten, weil es war ja geplant, dass man hier im Westen eine schnelle Entscheidung hat. Zudem kamen die dann auch gar nicht mehr rechtzeitig im Osten an, vor der Schlacht zu Tannenberg. Tja, dann haben die Belgier Falschmeldungen lanciert, wonach in Ostende, also im Rücken der deutschen Front, 38.000 britische Soldaten und ein russisches Hilfskorps gelandet seien. Ohne hinreichende Prüfung gab der deutsche militärische Geheimdienst, also die Abteilung 3B, diese Meldung an die oberste Heeresleitung und die Armeestäbe weiter. Also man hat hier die Desinformation so weitergegeben, ohne Prüfung. Ohne hinreichende Prüfung. Und dann gab es natürlich dann Chaos. Also dann der Oberbefehlshaber der 2. Armee, Karl Ulrich von Bülow, durch die 3B-Meldungen und den Lagebericht von Hensch schockiert, befahl seine Armee sofort den Rückzug. Und dann wurde Moltke ziemlich depressiv, fürchtete den Durchbruch der Franzosen zwischen der 2. und 3. Armee, befahl auch den Rückzug des Restbestandes der nördlich stehenden 1. und 2. Armeen und so weiter und so weiter und so weiter. Also man hätte da in Frankreich gewinnen können, hätte man irgendeine Ahnung gehabt, was da in Frankreich vorging, im Militär oder generell. Wow. Dann, und dann ging das halt eben dann ziemlich stark vor die Hunde. Und natürlich, als dann der Erste Weltkrieg verloren ging für die Deutschen,
Was war dann so die Situation? Also wie war das in Bezug dann auch auf die ausländische Spionage, die versuchte Deutschland zu penetrieren? Ja, es gab da vor allen Dingen in Österreich einen recht bedeutenden Mann, das war der Oberst Alfred Redl, der stellvertretender Geheimdienstchef in Österreich gewesen ist, bis ein Jahr vor dem Krieg etwa. Da wurde er dann enttarnt als russischer, französischer und italienischer Spion. Und viele Historiker gehen heute davon aus, dass halt der Verrat von Redl von Aufmarschplänen, Mobilisierungsanweisung an die Russen mit dazu beigetragen hat, dass erstens die Russen besonders kriegswillig waren und dann auch in Galizien ja, die österreichische Armee ziemlich stark vernichtet haben und zweitens, dass auch dadurch, dass er verhindert hat, dass österreichische Agenten in Russland Informationen an Österreich liefern können, die Österreicher nicht im Bilde darüber waren, wie stark ist die russische Armee denn jetzt wirklich und dass deswegen auch die Österreicher eher zum Krieg gewillt waren, weil sie andererseits, wenn sie es gewusst hätten, eventuell eingeschüchtert gewesen wären, weil 75 Divisionen der Russen im Dunkeln geblieben sind, was zu dem damaligen Zeitpunkt mehr war als die komplette österreich-ungarische Armee zu Kriegsausbruch. Also das heißt ja, wie wir es eben gerade gesehen haben, in einem etwas kleineren Beispiel mit dem schliefen Plan der Deutschen, also wenn man da blind ist, wenn die Spionage nicht funktioniert, dann fällt eigentlich jede militärische Aktion auch ins Wasser, weil man kann einfach nicht planen. Militär und Geheimdienste spielen zusammen, weil jedes Militär hat begrenzte Ressourcen und so weiter. Und wenn man diese Ressourcen nicht so perfekt wie möglich einsetzt, verliert man.